Zeichne eine Linie oder Passe. Wir haben schon das erste. Wir fangen an mit grün an. Unser erster Stift ist grün. Das sieht man ja oben rechts auch. Wir müssen bei der grünen Startstation anfangen. Wir müssen ein Dreieck zeichnen. Das heißt, wir haben entweder die Möglichkeit, hier zu zeichnen. Wir können immer entlang dieser gestrichelten hellgrauen Linien machen. Ich würde auch mal hier oben lang machen, weil dann haben wir sofort zwei Stadtbezirke verbunden. Je mehr Stadtbezirke, umso besser für die Wertung, für die Rundenwertung. Allerdings müssen wir auch in einem Stadtbezirk ein bisschen mehr machen. Gut, dann machen wir gleich hier hin. Von dort. Ich muss ja mal auswählen, wo. Genau, ich habe es noch nicht digital gespielt hier. Dahin. Jetzt kommt die Weiche. Die Weiche bedeutet einfach, ich könnte jetzt auch von hier machen. Das macht aber keinen Sinn, weil hier ist kein Dreieck erreichbar. Aber von hier wäre ein Dreieck erreichbar, von hier wäre ein Dreieck erreichbar. Dann gehen wir mal hier runter. Dann haben wir jetzt hier gleich zwei in dem Stadtviertel, was gut ist, denn am Ende der Runde wertet man die Anzahl der gelben Stadtviertel mal das Stadtviertel, was die meisten Stationen hat, die man in dieser Runde, also mit der grünen Farbe in dem Fall, angebunden hat. Im Moment hätte ich drei Stadtviertel, nämlich das, das und das hier in der Ecke ist auch ein Stadtviertel. Und das hier ist mit zwei, also 3x2, ich hätte 6 Punkte. Jetzt könnte ich natürlich darüber. Ja. Ich hätte natürlich auch da machen können, dann hätte ich ja schon 3 in dem gehabt. Jetzt überqueren wir die Themse. Weil das natürlich auch verlockend ist hier. So ein Sondersehenswürdigkeit anzufahren, das bringt bei der Endwertung nochmal Punkte. Aber es ist natürlich nicht unbedingt schlecht, jetzt hier einfach die Themse zu befahren. Das bringt nämlich 2 extra Punkte. Jetzt ist noch der Jughead beschäftigt. Man sieht ja auch sehr schön, was sie alles machen. Und jeder hat halt eine andere Farbe. Das heißt, es sind 4 farbige Buntstifte dabei und wir spielen 4 Runden. Und in jeder Runde habe ich halt eine andere Farbe, mit der ich hier meine U-Bahn-Linie einzeichne. Wir haben auch hier noch ein Auftrag, das heißt, wenn ich in allen 13 Stadtvierteln eine Station habe, kriege ich 10 Punkte. Und ich muss mindestens 8 Umsteigebahnhöfe haben, das heißt, die mindestens 2 Farben angeschlossen haben. Okay, das wird spannend. Was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir einen Joker. Macht natürlich vielleicht Sinn, ja gleich den anzuschließen. Oder den. Da, dieser. Ich könnte auch einfach in die Mitte schon mal gehen. Das ist keine schlechte Idee. Dann überquere ich nochmal die Themse. Das sind 2 Punkte. Und ich habe noch ein weiteres Viertel angeschlossen. Jetzt habe ich 5 Viertel. Und hier sind zwar hier 5x2 sind 10 Punkte wären das. Jetzt ein Kreis. Ich könnte den mit diesem. Das ist so ein Joker-Bahnhof, den kann ich immer anfahren. Ich könnte allerdings auch hier runterfahren. Das Problem ist, ich muss ja irgendwann gucken, dass ich mir nicht das zu sehr alles zubaue. Ich möchte natürlich noch mit anderen Sachen, aber ich werde trotzdem mal dahin fahren. Ein Dreieck. Na, dann überquere ich nochmal die Themse. Nochmal 2 Punkte extra. Man sieht schon immer hier die Punkte. Ich habe jetzt 21 gerade, 22, 18, 20. Also die liegen alle noch relativ gleich auf. Beziehungsweise die haben jetzt 26, 18, 25. Das heißt, die haben schon ein bisschen mehr. So, jetzt haben wir schon gewechselt. Das war schon die Wertung aus der ersten Runde. Das heißt, ich bin auf Platz 3. Ist natürlich nicht so optimal. Jetzt fangen wir bei Lila an. Wir haben jetzt den lila Stift. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel jetzt nicht hier durchziehen, eine andere Linie kreuzen. Ich müsste direkt, ja, zum Beispiel hier hoch. Dann habe ich schon mal einen von diesen 8 angeschlossen. Sieht man auch, zählt automatisch mit. So, dann ein Fünfeck. Das heißt, ich könnte hier, ich könnte da. Da, da. Ja, ist eigentlich alles, was ich könnte. Dann gehen wir mal hier rüber. Ist vielleicht, ob das so optimal ist. Wir haben jetzt eigentlich, na gut, wir haben alles noch. Aber wenn ich da hochfahre, baue ich mich natürlich ein, beziehungsweise ich kann ja hier auch wieder durch. Ja, vielleicht will ich ja da oben sogar lang, wo ich auch den Auftrag erfüllen möchte. Oh, Charming82, vielen Dank für den Follow.
Dankeschön. Wir warten mal, bis hier jemand seinen Zug beendet. Um weiter zu spielen. Geht auch sehr schnell das Spiel. Also es geht sowieso ganz schnell. 30 Minuten, wenn man es jetzt zu viert, wobei alle auch parallel spielen, ist ja quasi ein solitäres Spiel. Ich habe ja nichts mehr anderen zu tun. Man nimmt sich nichts weg. Es geht um nichts. Auch die gemeinsamen Aufträge, die sind ja, für alle immer da. Also da gibt es jetzt keine Einschränkungen. Man kann es also locker auch solo spielen, aber deswegen ist die Spielzeit eben auch gleich, egal wie viele Leute man spielt. Am normalen Tisch natürlich ein bisschen länger als jetzt hier. So ein Dreieck. Jetzt haben wir natürlich... Ach, wir können natürlich hier runterziehen. Das wäre auch nicht schlecht. Da haben wir zumindest ein paar mehr Optionen. Wenn ich da hochgehe, habe ich das, das, das. Na gut, dann habe ich auch drei. Wobei, darf ich glaube ich nicht reinziehen. Da, da. Wir ziehen trotzdem mal dahin. Dann haben wir den zweiten Umsteigebahnhof angeschlossen, wo mindestens zwei Farben sind. Jetzt kann man Joker. Das könnte man natürlich einfach hier hochziehen. Das machen wir auch wieder über die Themse. So. Dann haben wir einen Kreis. Können wir den auch anschließen? Oder hier runtergehen und ein weiteres Gebiet anschließen. Wir wollen ja auch noch diesen Auftrag erfüllen. Wir gehen dann, glaube ich, runter. Hier sieht man auch, wie viele noch sind. Sobald die fünfte Pinke aufgedeckt wird, endet die Runde. Das heißt, kann durchaus sein, im Moment wurden sehr viele Pinke aufgedeckt, dass gar nicht so viele in dieser Runde Karten aufgedeckt werden. Wenn jetzt die nächste eine Pinke wäre, also im Moment ist jetzt das Dreieck, da hätten wir zwei blaue, aber wenn das nächste die fünfte Pinke wäre, dann hätten wir die ganzen anderen blauen gar nicht aufgedeckt. So, Dreieck. Jetzt könnte man natürlich nochmal über die Themse, vielleicht hole ich mir da einfach eine Menge Punkte. Bin ich natürlich sehr eingeschränkt, einfach nur die. Jetzt hier, da gehen wir natürlich. Dann können wir eigentlich gleich da runter. Da unten haben wir natürlich nur, obwohl da haben wir auch, was ist denn noch offen? Wir haben noch Fünfeck, das wäre da. Wir haben noch einen Kreis, das wäre da. Wir haben noch ein Viereck, das wäre da. Ja, das kriegt man hin. Genau, da kann man ein bisschen beobachten, was noch frei ist, genau. Jetzt könnte man natürlich da hochfahren, den nächsten anschließen. Hier könnte ich jetzt weiterfahren nach rechts, also das wäre kein Problem. Ich darf nur nicht über die Strecke an sich einen weiteren Strich ziehen. Aber ich darf jetzt hier solche Umsteigebahnen, wie das im Spiel genannt wird, nutzen, um hier auch so zu kreuzen sozusagen. Ich habe jetzt 30 Punkte schon in dieser Runde, weil ich halt hier 6 Bahnhöfe angeschlossen habe und 6 mal 1, 2, 3, 4 sind halt eine Menge Punkte. 24 allein. Es kommt auf jeden Fall mindestens noch eine Karte. Schafft man jetzt allerdings, wenn die Weiche natürlich kommt, dann könnte man... Nein, ein Joker. Okay, dann kommt auf jeden Fall danach auch noch eine Karte. Und dann kommt entweder der Kreis oder die Weiche. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir? Wir würden einfach vielleicht nochmal hier auch natürlich die Chance nutzen. Da kommt ein Kreis, das wäre auf jeden Fall kein Problem, den anzuschließen, genau. Ja. Genau, dann kommt halt die letzte Kreis und dann könnt ihr natürlich noch hier oben, ach nee, das ist ja, das ist der Ausgangs, ich kann ja, leider kam die Weiche nicht, sonst hätte ich hier noch den nächsten, aber ich habe 36 Punkte im Moment in dieser Runde, das ist natürlich sehr schön und dann machen wir einfach das so. Genau. Ja, das war glaube ich ein ganz gute Runde. Jetzt da oben habe ich auch schon, genau, die Entwicklung sieht man eigentlich auch oben immer noch. Man hat hier, nee, das macht irgendwie keinen Sinn. Achso, die kann ich zumachen. Oh, jetzt habe ich mich zugemacht. Wie kann ich mich wieder aufmachen? Ah, Moment. Zurück. Oh. Laufende Partie. Mist. Gott, wie komme ich denn zu meiner laufenden Partie zurück? Mal hier. Ah ja. Puh. Gut,
gut, Panik kurz. Aber man sieht hier oben, habe ich schon für die Station, die zwei Anschlüsse haben, die jeweils zwei Punkte. Habe ich auch schon sechs Punkte. Na, mal gucken. So kommt gleich die Weiche und ich kann, macht aber auch keinen Sinn am Anfang. Ist jetzt ein bisschen schlecht, aber wir machen gleich am besten mal Viereck. Das heißt, machen gleich mal hier hoch. Dann haben wir schon den zweiten angeschlossen. Jetzt Dreieck. Auch nicht schlecht, ne? Dann könnte ich nämlich gleich genau da hoch versuchen zu gehen, um auch noch. Dann habe ich schon 10, dann wären es 11 von 13. Da fehlen eigentlich nur noch die zwei hier unten nach rechts, um diese eine super Sonderaufgabe zu erfüllen. Ich weiß nicht, ob es so viel bringt, 10 Punkte, aber warum nicht? So, Viereck. Hier könnte ich eigentlich nur dahin. Wenn ich hier klicke, kann ich eigentlich nur da oder dahin, ja. Dann gehen wir mal dahin. Wir wollen ja da hoch. Dreieck, das Kreis ist gut. Dann gehen wir gleich da rein. Mhm. Okay, dann muss ich eigentlich nur noch irgendwie runterkommen. Was aber kein Problem ist, nämlich mit Blau. Einfach rüber. Ich weiß, ich muss jetzt gar nicht unbedingt da gucken, dass ich da unbedingt runterkomme. Ich könnte jetzt einfach hier drinnen den da noch anschließen, dass ich schon mal 3 hier habe mit der Multiplikatorenfaktor. Mhm. Ansonsten, wo kann ich hier noch hin? Da. Oder eben. Komm, wir machen das. Mhm. Jetzt ein Joker. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich glaube, den hier anschließen, das habe ich gar nicht gemacht. Ne? Die haben ja schon. Das sieht man hier, indem es abgekreuzt wird. Das haben die ja schon deutlich besser gemacht. Ich habe bis jetzt nur eins von diesen Sonderstätten angefahren. Was natürlich ungünstig ist. Ich könnte aber einfach hier runterfahren. Dann hätten wir da noch. Was kommt denn noch? Kreuz, Kreis. Kreis habe ich da nicht mehr. Ne? Dann habe ich nämlich ein Problem. Habe ich aber sowieso. Egal, was ich mache. Außer dahin. Komm ich von da. Dann habe ich zumindest hier noch die Jokerstadt. Genau, jetzt kam ich der Kreis. Dann fahren wir nämlich, wenn wir da hinfahren. Dann habe ich ein Problem. Was kommt denn dann noch? Das ist ja Kreis. Dann kommt dann eigentlich nur das Dreieck oder ein Joker. Oh Mist. Das heißt, ich muss da hin. Dann nehme ich den Joker, um daran zu fahren. Dreieck, Joker. Okay. Oh, Joker ist schon weg. Nee, dann kommt nur noch das Dreieck. Oder Joker, genau. Gut, dann nehmen wir das Dreieck da und den Joker. Könnte man hier oben anschließen, können wir da anschließen, spielt eigentlich keine Rolle. Ich glaube, es bringt mehr Punkte nochmal hier. Es bringt 5 Punkte, wenn eine Station 3 Anschlüsse hat, 3 verschiedene Farben. Also wenn ich den jetzt als Joker teilnehme und den hier anzuschließen, hat der ist das 5 Punkte wert. Wenn ich den anschließe, nur 2, aber es hilft mir natürlich für die Bonuswertung. Ja. Die Bonuswertung sind immerhin 10 Punkte wert, aber da sind wir noch weit entfernt. Dann hätten wir 4 und dann kommt nur noch eine Farbe. Ich glaube, wir nehmen mal einfach diese 5 sicheren Punkte mit, ne, indem wir hier reinfahren. Hier dürfen wir jetzt zum Beispiel nicht runterfahren über die Themse, weil da würden wir direkt nicht in der Station, sondern auf freier Strecke sozusagen eine andere Strecke kreuzen. Das geht nicht. Darf man nur in Stationen. Genau. Ja, hier mit Blau versuche ich hier nochmal ranzukommen. Dann vergesse ich das zweite Ziel. Gehe nur auf das erste Ziel. Um hier in der Ecke noch. Genau, dann fahren wir einfach. Ich kann natürlich noch den hier anfahren. Das bringt mir aber auch nur 2 Punkte mehr. Das ist schon ja. Das bringt mir 3 Punkte. Stimmt, es sind ja schon 2 Punkte wert. Das wären dann 5 Punkte wert. Mindestens 2 Linien. Ja gut, das ist halt schon, ne? Komm, wir versuchen das Ziel nochmal zu erreichen. Letzte Farbe, Blau. Wird eng.
könnte natürlich gleich mal rüberfahren. Da komme ich aber nie wieder dahin, ne? Obwohl, es gibt ja noch andere Farben. Ich kann ja von da aus noch zum Beispiel Dreieck könnte ich jetzt machen. Das hat schon, ist ja, ach, ist ja auch Quatsch. Ist ja schon. Mal hier nochmal die, da komme ich nicht mehr darunter. Doch, wir machen das mal, da kommen wir noch Sehenswürdigkeit, ist gut. Genau. Dann würden wir da hinfahren. Letzte Runde habe ich 20 Punkte gemacht. Das war nicht so toll. Nochmal das. So, dann müssen wir, können wir da hinfahren und da runter. Dann fahren wir mal. Darunter. Viereck, das ist gut. Dann machen wir ja mal die Aufgabe fertig. So, damit haben wir die Bonuspunkte. Wir sind bei 107 im Moment. 109 hat hier unten jemand, weil er auch die Bonuspunkte hat. Und 7 Stationen. Oh, da haben die ganz schön dran gearbeitet. Nicht schlecht. Das habe ich leider nicht, ne? Ja, hängen sie mich doch noch ein bisschen ab. Sah zwischendurch gar nicht so schlecht aus, aber... Aber 107, da bin ich jetzt zumindest... Jetzt eine Weiche. Eine Weiche ist nicht schlecht. Aber das Problem ist natürlich, ich könnte da hinfahren, da steht sich aber nichts an. Da ist jetzt keine Weiche. Ich habe für was anderes genutzt, aber dann schließe ich wenigstens noch einen an. Dann haben wir 5. Tja, jetzt wird es halt schwierig, ne? Hm. 6. Könnte noch klappen mit ein bisschen Glück. Es sind noch 2 Aufgaben. Es kommt aber das Quadrat noch da. Und da. Wenn jetzt erst das Quadrat kommt, dann schaffe ich die Aufgabe. Wenn es erst das 3 kommt, dann nicht. Ja, sehr gut. Und dann noch das Dreieck. Da habe ich auch meine 8. Aber die anderen haben schon jetzt irgendwie 140. Aber ich habe jetzt halt meine Ausgabe nochmal. 135. Letzter geworden am Ende noch. Schade. Aber nicht weit weg. 135, 139, 143, 143. Doch, das ist ganz okay. Ja, auf jeden Fall schönes Spiel.